Herzlich willkommen zum Einführungsvideo des Eiserne Kreuz Apps. Dieses App ist für jeden, der sich gerne mit Orden beschäftigt und diese schnell und einfach aufgelistet haben möchte. Über den iTunes Store auf dem iPad können Sie das App ganz einfach installieren. Mit dem Kaufknopf und Ihrer Apple ID können Sie das App herunterladen und schon erscheint es auf Ihrem iPad-Bildschirm. Ein einzelner Klick auf das App-Symbol reicht aus, um das Programm zu öffnen. Der Begrüßungsbildschirm zeigt Ihnen bereits an, in welcher Ordensammlung Sie sich befinden. Klicken Sie einfach auf einen beliebigen Punkt des Bildschirms, um fortzufahren. Der Aufbau des Apps ist einfach gestaltet. Auf der linken Seite befinden sich die Kategorien der einzelnen Orden. So können Sie zum Beispiel zwischen Eisernes Kreuz 1 flach, gewölbte Nadel, flach an der Schraube oder Verleihungsschachteln des Eisernes Kreuz auswählen. Für den Kenner gibt es darüber auch eine Suchfunktion, die einen gleich zur gewünschten Kategorie führt. In der oberen rechten Ecke können Sie ganz einfach zwischen englischer, deutscher und russischer Sprache umschalten und über den nebenliegenden Informationsknopf gelangen Sie jederzeit wieder zum Startbildschirm des Apps zurück. Durch das Anklicken der einzelnen Kategorien öffnen Sie die Auflistung der einzelnen Orden. Im Index gibt es nun eine ganze Liste an Orden, die Ihnen zur Auswahl stehen. Wählen Sie nun eine der Kategorien aus, erscheint zunächst im großen Fenster eine kurze Beschreibung. Dazu gehören unter anderem Detailinformationen zu Größe und Material. Durch das Hin- und Herwischen auf dem Bildschirm gelangen Sie zum nächsten Orden oder der nächsten Kategorie. Im Objektindex können Sie auch die Sortierung der Orden nach Name, Zeit und gesammelt vornehmen, um den Überblick zu erleichtern. So einfach und schnell lassen sich Ihre Orden anschauen und sortieren. Möchten Sie das ganze Feld etwas vergrößern, klicken Sie einfach auf den Verstecken-Pfeil im linken oberen Eck. Jetzt befinden Sie sich im Vollbildmodus. Möchten Sie eine vergrößerte Ansicht, klicken Sie ganz einfach auf das Bild und schon erscheint der Orden in voller Pracht. Ein wiederholtes Klicken verkleinert die Ansicht wieder. Um den Index wieder hervorzuholen, ist nur ein Klick auf den vorhin genannten Pfeil notwendig. Unter dem Informationsknopf im rechten Eck befindet sich der Sammlerknopf. Mithilfe dieser Funktion können Sie schnell und einfach die Orden anwählen, die Sie bereits besitzen oder die, die Sie erwerben möchten. Markierte Orden werden mit einem kleinen grünen Symbol gekennzeichnet. Wenn Sie Interesse daran haben, eine Werbefläche in diesem App zu schalten, dann können Sie das einfach via Klick auf dem Händler-Button tun. Und schon werden Sie auf Safari weitergeleitet, um ein Kontaktformular auszufüllen. Für die Zukunft sind weitere Funktionen und neue Ordensammlungs-Apps geplant, also bleiben Sie auf dem Laufenden.